Es gibt ein Accessoire, das man hier zurzeit überhaupt nicht gebrauchen kann. Riemchensandalen. Und es gibt ca. 10 Millionen Menschen, die das ganz besonders freut. Denn diese meist weiblichen Menschen haben gar keine Chance, diese Schuhe überhaupt zu tragen. Weil es extrem schmerzt und zudem noch ziemlich schlimm aussieht. Christian Schröter und Svenja Kleinschmidt über ein Schönheitsproblem und eine Schönheitsoperation der ganz anderen Art. Das sind die Füße einer 22-Jährigen. Doch auf den ersten Blick erkennt man nicht, dass sie schmerzen wie die Füße einer alten Frau. Andrea Kaiser ist eine von 10 Millionen Frauen in Deutschland, die unter dem sogenannten Hallux Valgus leiden, einer Verkrüppelung am Vorderfuß. Diese Deformierung ist einerseits erblich bedingt, oft aber tragen Frauen dank zu hoher Schuhe eine Mitschuld an ihrer Krankheit. Erblich bedingt kann es nicht sein, da meine Großeltern das nicht haben, meine Eltern haben das nicht. Also es ist dann theoretisch sicherlich schon durch die Schuhe gekommen, die ich getragen habe. Wenn sie ihre ausgebeulten Schuhe sieht, denkt die Auszubildende, jeder bemerkt es und ihr ist es peinlich. Erst recht dann, wenn sie ihre geliebten Sandalen trägt. Aber auf modische Schuhe verzichten will sie nicht. Ganz nach dem Motto, wer schön sein will, muss leiden. Bei den Schuhen ist es so, dass sich der Knochen mehr oder weniger hier den Weg nach außen bahnt und sozusagen zwischen den Riemchen total hervorguckt. Das heißt, wenn ich dann laufe, finde ich, wenn ich von oben gucke, das sieht fürchterlich aus. Andrea hat ihre Krankheit erst spät erkannt. Lange Zeit hielt sie ihr Fußproblem nur für einen Schönheitsmakel. Seit einem Jahr aber sind die Schmerzen unerträglich. Gerade abends ist es besonders schlimm. Direkt hier der Knochen an sich tut weh, wenn er vor allem an den Schuh drückt. Der Ballen tut weh, es sticht. Wenn Andrea aus dem Haus geht, dann hat sie immer Turnschuhe dabei, für den Fall, dass sie in ihren hohen Schuhen gar nicht mehr laufen kann. Trotzdem kann sie High Heels einfach nicht widerstehen. Mit ihrer Freundin zieht sie regelmäßig Mädchen-like durch Schuhläden und probiert am liebsten die für sie so schmerzhaften, hochhackigen Schuhe an. Das tut weh immer. Trotzdem setzt sie sich unter Druck und glaubt, als Auszubildende wären hohe Schuhe Pflicht und fast wichtiger als ihre eigene Gesundheit. Ich muss auf jeden Fall im Anzug kommen und ich muss schicke Schuhe tragen. Deshalb hat die 22-Jährige beschlossen, ihre Füße in der Klinik Sanssouci in Potsdam operieren zu lassen. Der Chirurg Dr. Ramanzade sieht in einer gewissen erblichen Belastung die eine Ursache. Die andere Ursache aber, so sagt er, liegt in dem, was die Teenager heute als schick betrachten. Wenn man sieht, dass man diese Prädisposition hat, dass man schon einen Ballen hat in jüngeren Jahren, dann sollte man es eher vermeiden, hohes Schuhwerk zu tragen, was natürlich für ein junges Mädchen oder eine junge Dame einfach nicht so ohne weiteres umsetzbar ist, weil man hat ja einen gewissen Anspruch an Lebensqualität und möchte schöne Schuhe tragen. Aber ratsam ist es einfach, es weniger zu tun oder einfach nur zu bestimmten Anlässen vielleicht zu tun. Ohne eine Operation würden Andreas Füße bald schon so wie auf diesen Bildern aussehen, sagt der Mediziner. Andrea hat nicht lange überlegen müssen, als sie von der Operationsmöglichkeit erfahren hat. Auch wenn sie 1.800 Euro dazu zahlen muss. Ihr Leidensdruck war zu hoch. Für den Eingriff an beiden Füßen wird die 22-Jährige unter Vollnarkose operiert. Dr. Ramanzade und sein Team setzen der Patientin nach einer Korrektur des Mittelfußknochens eine Titanplatte ein, die ein halbes Jahr später in einem ambulanten Eingriff wieder entfernt werden muss. Nach knapp 2 Stunden ist die Operation vorbei. Dr. Ramanzade zeigt uns das Ergebnis. Der Buckel ist sozusagen jetzt weg, wie Sie sehen. Der Knochen ist in seiner Achse korrigiert. Und jetzt nähe ich quasi die Kapsel noch und dann kommt der Zeh in diese natürliche Position. 3 Tage später schaut sich Andrea ihre operierten Füße an, zum ersten Mal ohne Schwellungen. Ich freue mich am meisten darauf, dass ich dann, wenn die Heilphase dann richtig überstanden ist, dass ich dann wieder hohe Schuhe tragen kann, ohne dass ich nach 2 Stunden schon wieder Schmerzen habe. So sahen Andreas Füße vor dem Eingriff aus. Und so sehen sie nach der Operation aus. Okay. Andrea ist mit dem Ergebnis zufrieden. Schon nach ein paar Tagen konnte sie wieder laufen. Und nun kann sie sich auch wieder aufs Schuhe-Shoppen freuen.